Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und jetzt endlich, der Trailer ist da von den Generation Haflinger Generation 3. Und wir gucken uns zusammen mal den Trailer zusammen an. Und dann werde ich mir sagen, wie die mir gefallen und wie ich sie finde. Aber wir gucken erstmal die süßen Haflinger erstmal an. So, wir haben die gesehen, die Haffis, und ich finde es mega, mega süß und schön auf jeden Fall. Gefallen mir alle Farben. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der siebte Farbe kommt wie immer in die App. Und mir gefallen alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, es gibt ja mit breite Blässe so Stern und Dunkelfarben von den Haffis und dann noch so ja schmale Blässe und so eine dünne Blässe, finde ich mega mega nice und finde ich mega schön. Der hier finde ich auch sehr sehr schön auf jeden Fall und der hier ist auch mega nice, also der ist auch richtig schön. Also ich finde die Haflinger mega gut geworden. Also muss ich sagen, dass sie sehr, sehr gut geworden sind und sehr hübsch auf jeden Fall. Ich mag die Mähne sehr, sehr gerne. Und da wir ja noch einen neuen Mähnenstil haben bei den Haffis, die haben oben so einen geflechten Zopf und dann halt so strang gebunden, finde ich auch mega, mega hübsch, muss ich sagen. Aber ich muss es halt gucken, wie es halt bei den Haffis. Es kommt mir darauf an, welche Farbe es zu diesen Dingen, denke ich mal, passt. Weil jeder Haffi. Und was ich halt mir gefällt, ist der Sprunganimation, weil der Sprunganimation, wenn ihr seht, kann ich euch nochmal in Zeitlupe zeigen. Mal langsamer. Also ich mache mal zwei. Diese Bewegung und der macht hier, guck mal, ich finde es mega cool, dass der Haffi, also ihr kennt ja diese Pferde, die springen, die halt gleich irgendwie so wie ein Stein runterfallen. Der Haffi, der geht richtig, also das ist ein realistisches Springen, aber der Charakter muss ein bisschen, also das Pferd, also das ist halt was mir gefällt, der, ne, beim realistischen Springen, in Realität ist es ja auch so, dass das Pferd, wenn er springt, den Hufe erst ansetzt und dann das Hinterbein und nicht so wie ein Wasserfall, einfach so blob, ist es ab runter, ist halt, ne. Ich muss mal was schauen. Ja, ich rede noch. Ich habe geguckt, ob ich noch rede. Nicht, dass ich hier mein Mikro ausgemacht habe. Und das finde ich mega cool. Ich finde das so besser. Aber der Charakter sollte nicht so sein, wenn man springt. Man muss schon die Beine schon gerade halten und den Rücken nach hinten. Aber, naja, die Charakter werden ja auch nur überarbeitet. Vielleicht, ich hoffe, dass die anderen arbeiten, dass wenn das Pferd springt, dass sie auch mitgehen. Weil eigentlich in real würdest du schon so, glaube ich, schon vom Pferd fallen. Weil du musst ja zurücklehnen. Also man muss ja die Beine gerade machen, wenn das halt wieder nach unten geht. Also nach unten springt und ein bisschen die Rücken nach hinten. Damit man nicht vom Pferd fällt. Weil so fällt man eigentlich theoretisch vom Pferd. Aber es ist, wie gesagt, Star Stable Logik. Und das finde ich mega nice. Und das Tanzen finde ich auch mega cool gemacht. Der ist auch mega hübsch, muss ich sagen. Also ich finde die Pferde mega hübsch gemacht, auf jeden Fall. Mir gefällt die Gangarten. Mir gefallen auch die Mähne-Stil. Und ja.
Und ich finde das auch mega süß von allem. Oh, das ist echt mega süß. Also, und da steigen, warte mal, da steigen hätte noch, glaube ich, ein bisschen, ja, da steigen könnte ein bisschen höher sein für meinen Geschmack, aber das ist jetzt so die Kleinigkeit. Aber immerhin finde ich die Hafisu sehr, sehr hübsch und es ist auch ein schönes, schönes Fell. Ihr seht auch, warte mal, die Fellstruktur. Sieht man das? Nee. Bei einem sieht man voll gut das Fell. Bei dem hier sieht man das Fell sehr, sehr gut, glaube ich. Aber das sieht man aber immer erst im Spiel, die Fellstruktur. Bei den anderen Farben habe ich es jetzt nicht so gesehen. Sieht auch so, so glatt aus. Ich denke aber, wenn man im Spiel sieht, sieht man schon Fell, finde ich, denke ich mal. Das ist halt im Trailer sieht man das eben immer anders da, als man halt sieht. Mal gucken, was Star Stable geschrieben hat. Star Stable hat geschrieben: Die Rasse der Haflinger ist in Österreich und Norditalien entstanden. Ihr Ursprünge reichen bis ins Mittelalter zurück. Heute gehen alle Haflinger auf einen Hengst zurück. Die Foli, geboren 1974. Ursprünglich wurden die robusten Haflinge für einen Einsatz in Gebirgen Gelände gezüchtet und nur manchmal auch als militärische Packpferde eingesetzt. Die Züchter auf Jorvik möchten ihren Tieren ein glückliches Leben ermöglichen und hoffen, dass auch die auch dich in eine Schönheit verliebt. Diese ausgeglichenen Gefährten mit seinem gesamten Temperament eignet sich für alle Disziplinen. Darunter Western, Dressur und Springreiten. Die Arbeitsreitweise und Kutschenfahrten. Ja, also Kutschenfahrten, also sind alles. Also Western, Dressur, Springreiten, Arbeitpferd oder Kutschenpferd. Also die Haffi sind bei allen gut gebraucht. Seine besonderen Merkmale sind ein kastanienbraunes Fell und die flachsfarbene Mähne, die lang und gewellt, kunstvoll geflochten oder sogar kurz und zerzaust getragen werden kann. Boah, vielleicht tragen dein Pferd auch einen kleinen gleichen Look. Okay, die kommen in beide Reithalle. Kosten 900 Starcoin, nicht 900 Starcoin, weil ich denke, die können eine Special-Animation, was wieder ausgedacht ist von Star Stable. Ab Level 11 ist es kaufbar. Außer einer kommt ja nach vor Pinter, der ist wieder Level 1 kaufbar. Und wie findet ihr die süßen Huffies? Ja, ich finde die mega, mega schön gemacht. Und ich lasse es euch jetzt nochmal laufen. Und ich hoffe, dieses Video hat es euch gefallen. Und wenn es es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen und heute Abend auf jeden Fall beim Star Stable Stream und morgen Abend beim Pferdekaufvideo bei den Haflingern. Mach's gut. Tschüss.